Tja, herzlich willkommen. Ihr kennt Thomas Junker unterwegs, eigentlich als große Filmproduktion. Und in der Tat sollte ich im Moment eigentlich in der Antarktis sein, um einen neuen Film tief im Süden zu produzieren. Aber das Coronavirus hat uns allen ja einen großen Strich durch die Rechnung und durch die Planung gemacht. Und so bin ich nun wieder in meinem Wohnzimmer, so wie ihr auch in eurem Wohnzimmer seid. Wir alle können ja nicht raus. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, ab jetzt jeden Tag von Montag bis Freitag immer zu dieser Uhrzeit euch eine Live-Sendung zu präsentieren. Euch live ein paar Geschichten aus 29 Jahren Thomas Junker unterwegs zu präsentieren. Ich möchte euch Geschichten erzählen über viele Menschen, die ich entlang meiner Wege getroffen habe, und dazu noch ein paar Fotos und natürlich Anekdoten. Und wenn ihr auf Facebook das nicht sehen könnt oder gerade keine Zeit habt, dann gibt es noch zwei andere Möglichkeiten, diese Sendung zu sehen. Immer so täglich ab 20 Uhr auf meiner Homepage www.thomasjunker.de und natürlich auf www.mdr.de Riverboat. Und wenn wir den Zettel schon da haben, ihr könnt uns auch Fragen stellen, natürlich jetzt live, während Facebook läuft, während die Show läuft, oder aber den ganzen Tag über, die ganze Nacht natürlich unter der E-Mail-Adresse fragen@thomasjunker.de. So, und was machen wir jetzt? Aus meinem Wohnzimmer in euer Wohnzimmer. Ich möchte euch einfach Geschichten erzählen, damit wir diese Tage besser über die Runden kriegen, und lasst uns einfach gemeinsam ein bisschen auf Reisen gehen. Also, welche Geschichten habe ich für euch heute? Nun, zuerst mal möchte ich euch erklären, wie das Ganze jetzt war mit uns unten in Feuerland. Das große Problem war, wir wollten von Ushuaia, und das wäre, glaube ich, ganz gut, wenn ich das euch gleich einmal zeige auf meiner Karte. Hier unten, das hier, da ist Feuerland. Hier hätten wir Leipzig, den MDR. Und wir sind also mit dem Flugzeug runter über Buenos Aires nach Feuerland, nach Ushuaia. Und da haben wir dann gesessen. Und von dort hätten wir mit einem Schiff, mit der MS Planxios, eigentlich in den südlichen Atlantik aufbrechen sollen. Wir haben da auch mal ein paar Fotos für euch, paar wenige, zwar kein Film, aber immerhin ein paar Fotos. Das ist die MS Planxios mit diesem kleinen Schiff, ein Eisklasse-Schiff, das also auch richtig dorthin fahren kann, wo Eisberge sind. Wären wir weitergefahren, wären wir an die Küste der Antarktis gefahren, zu einer ganzen Reihe von Pinguinkolonien, Seelöwen hätten wir gesehen und viele andere Tiere mehr. Das wäre sicherlich sehr spannend gewesen. Wir hätten eine ganze Reihe von Walfang Orten aufgesucht, die es natürlich jetzt gar nicht mehr gibt, aber Walfangstationen, die um 1890 bis 1920, 1930 aktiv waren. Und wir werden zu ein paar ganz interessanten heutigen Forschungsstationen gefahren. Wir werden dann auch noch weiter zu Inseln wie zum Beispiel Südgeorgien und Tristan da Cunha, Gough Island. Aber das Ganze hat nicht sollen sein, und nun sind wir also wieder hier. Und wie kam es mit dem Rückflug? Wir hatten gar keinen Rückflug. Also, wir wurden von der argentinischen Regierung in Quarantäne gesetzt, und zwar schon ganz am Anfang. 2 Tage waren wir drunten, konnten uns frei bewegen. Dann gab es in ganz Argentinien 17 Infizierte mit dem Coronavirus, und da hat dann die argentinische Regierung sehr schnell reagiert und hat einfach den Laden dicht gemacht. Als erstes wurde Feuerland komplett abgeschlossen. Das heißt, alle, nicht nur die Touristen, auch die Einheimischen durften aus ihren Wohnungen nicht mehr raus. Und das sah dann ganz gewaltig aus, weil ja, am Anfang, wir hatten großes Wetterglück, wie man hier sieht. Das war der Ausblick aus unserem kleinen Zimmer, wo wir waren. Wunderbare Aussicht. Die Vorfreude war groß, weil zu diesem Zeitpunkt war es noch immer so, dass es geheißen hat, ja klar, ihr dürft mit dem Schiff rausfahren. Die Reederei hat grünes Licht gegeben und auch der argentinische Staat. Aber das ist dann alles sehr schnell gekippt. So sieht es dann aus, wenn zum Beispiel in Ushuaia, auf den Straßen wirklich nicht mehr viel los ist. Und man kann es hier erkennen. Es sind geparkte Autos, aber keine Menschen auf der Straße, keine fahrenden Fahrzeuge, also so wie bei uns jetzt auch. Tja, der Rückflug war dann von Ushuaia über Buenos Aires, Sao Paulo nach Frankfurt am Main, und was ganz einfach klingt, war ein bisschen kompliziert.
weil wir hatten kein Rückflugticket. Wir wären ja nie von Feuerland zurückgeflogen, wir wären von einer ganz anderen Insel zurückgeflogen. Nun brauchten wir ein Ticket und ich kann euch sagen, wir haben Gott sei Dank rechtzeitig reagiert, beziehungsweise mein Reisebüro, die Frau Westphal, mit der ich schon seit 1997 alle Sachen mache, die hat rechtzeitig reagiert. Warum reagiert rechtzeitig? Erstens mal wurde die Anzahl der frei verfügbaren Plätze in Flugzeugen sehr schnell sehr gering und dann sind die Preise regelrecht explodiert, muss man sagen. Normalerweise zahlt man für einen Flug von Ushuaia zurück nach Europa um die 750 €. Nach bereits 2 Tagen hat das ganze Spiel 8.752 € gekostet, also eine Explosion, die man sich gar nicht vorstellen kann. Wir sind dann mit dem letzten Flieger, mit dem buchstäblich letzten Flieger aus Ushuaia rausgekommen nach Buenos Aires. Dort sind wir auf dem nationalen Flughafen abends angekommen um 21 Uhr und wollten dann am nächsten Tag von dem anderen Flughafen, vom internationalen, nach mir jetzt um 16 Uhr weiterfliegen. Das Problem war allerdings, wir wollten eine Nacht übernachten. Der Staat Argentinien hat aber zu diesem Zeitpunkt bereits einen Erlass rausgegeben, dass kein Tourist, kein Ausländer mehr für eine Nacht irgendwo in einem Hotel oder in einer Wohnung übernachten durfte. Das war das große Problem. Wir haben dann die deutsche Botschaft eingeschaltet. Die hat gesagt, wir können nach 18 Uhr leider nicht mehr für die deutschen Staatsbürger da sein. Da meine Assistentin zum Glück Österreicherin ist, haben wir noch die österreichische Botschaft angerufen. Die haben uns dann sehr gut durch die Nacht geguidet, zusammen mit dem ARD-Kollegen Ivo Maricic, der ja sein Büro unten in Buenos Aires hat. Wir mussten dann eine Nacht am Flughafen verbringen mit vielen, vielen anderen Leuten. Einige 100, 400, 500 werden sicherlich gewesen sein, haben wir irgendwo am Boden geschlafen. Das war aber völlig okay. Die Polizei hat gecheckt, dass da alles okay ist. Und ja, wir sind dann mit viel Glück und glücklich und gesund am nächsten Tag über Sao Paulo zurückgeflogen nach Frankfurt und von dort ging es dann mit dem Auto zurück nach Ruhpolding. Wer mir in dieser Zeit wirklich geholfen hat, und jetzt kommt diese Figur hier ins Spiel, das ist unser kleiner Glücksengel, den muss ich jetzt unbedingt mal zeigen, den habe ich vom Rudi Rechel bekommen, das ist ein Wirt hier aus bei uns aus dem Dorf und der hat gesagt, nehmt den mit, der wird euch gut über alle Wege bringen und ich muss sagen, so war es denn auch dieser Glücksengel, er hat uns wirklich sicher wieder nach Hause gebracht. Also, tief im Süden ist jetzt erstmal nichts geworden. Tja, aber 1998, und da knüpfen wir jetzt an. Also vor 22 Jahren, da war ich schon einmal in der glücklichen Situation, zusammen mit dem Steffen Müller in die Antarktis fliegen zu können. Wir haben damals den Film gemacht vom Nord- zum Südpol, und das kann ich euch auch noch mal auf der Karte zeigen, was wir damals gemacht haben. Wir sind hier oben, wo der magnetische Nordpol war. Dort sind wir damals gestartet, dann rüber mit dem Flugzeug nach Alaska, mit den Motorrädern dann durch Kanada, durch die USA, durch ganz Zentralamerika und von Panama dann um Kolumbien außenrum, weil Kolumbien damals etwas gefährlich war, nach Quito, dann die Aleda-Vulkane durch die Anden runter, Bolivien, Peru, Chile, Argentinien, eben hierher nach Punta Arenas. Das liegt gleich in der Nähe von Ushuaia, keine 50, 60 Kilometer entfernt, ist aber auf der chilenischen Seite. Und von dort ging es dann für uns in die Antarktis. Und da haben wir für euch ein paar schöne Bilder aus der Zeit von damals. So, das sollte jetzt anlaufen. Ja, wir sind damals von Punta Arenas in Chile zur chilenischen Station Patriot Hills geflogen mit einer Herkules C-130. Gelandet wurde auf einer Eislandebahn und das geht nur, wenn man wirklich so gut wie keinen Seitenwind hat, denn sonst würde es die Maschine beim ersten Bodenkontakt wegdrehen und eine Katastrophe würde sich ihren Weg bahnen. Minus 30 Grad war es bei der Landung. Die Maschine kann bei solchen Bedingungen nur kurz am Boden bleiben, darf nicht ausgestellt werden, sonst könnte sie nicht wieder starten. Es musste also alles sehr schnell be- und entladen werden.
Wir waren dann also in Patriot Hills. Nur noch 1080 Kilometer trennten uns vom geografischen Südpol. Unser Basislager bestand nur aus Zelten, hatte allerdings alles, was man so benötigte. Wichtig für den Kontakt zur Außenwelt war das Funkerzelt. Zur Außenwelt war das Funkerzelt. Es war der Arbeitsplatz von Tim und De Broglie. Und in 12-Stunden-Schichten hörten sie die Frequenzen ab, holten sich per Computer die Satellitenbilder, um einfach den Piloten Einschätzungen der Wetterlage geben können. Und der Tim hat uns dann erzählt, dass zu dem Ganzen natürlich auch der Kontakt zu allen, die rund um die Station unterwegs waren, von hier bis zum Südpol, also dass man diesen Kontakt einfach hält. Ebenso wichtig wie das Funkerzelt war natürlich auch das Küchenzelt, das gleichzeitig auch das Wohn- und Arbeitszimmer für fast alle war, die von hier aus entweder zum Südpol oder auf einen der umliegenden Berge klettern wollten. Tja, und Essen hält bekanntlich Leib und Seele zusammen. Bei den lausigen Temperaturen, die wir da hatten, die dort herrschten, war das natürlich erst recht so. Immerhin, es wurde nie wärmer als minus 10 Grad und so wurde denn eifrig gekocht. Die beiden Köchinnen zauberten täglich drei Supermahlzeiten und wir sind immer satt geworden. Aber wo gegessen und getrunken wird, da muss man auch müssen. Auch in der Antarktis. Und da es Gesetz war und ist, dass nichts im ewigen Eis bleiben darf, mussten die Männer in ein leeres Benzinfass urinieren. Für die bessere Trefferquote gab es obendrauf einen Trichter, damit es auch bei tiefsten Temperaturen noch gut klappt. Denn das große Geschäft wurde dagegen windgeschützt in einem Zelt und dort in einer Art Plumpsklo erledigt. Spannend war dann diese Entdeckung ein paar Kilometer vom Lager entfernt. Die NASA hat damals ein möglichst autarkes Marsmobil getestet, das sich hier allein mit vielen Sensoren ausgestattet fortbewegt hat. Als wir da waren, stand es nur still herum. Aber wir haben an den umliegenden Spuren im Schnee gesehen, dass es doch viele Wege schon hinter sich gebracht hat. Ja, und sehr schnell haben wir dann anschließend gelernt, dass Sonne am Himmel nicht immer gutes Wetter verheißt. Es kam heftiger Sturm auf, der Wind fegte mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde durchs Camp. Ein guter Test für unsere MDR-Fahne, die wir hier schon mal probeweise aufgestellt hatten. Und wenig später wurde es dann draußen so heftig, dass wir die Sonne und auch das nächste Zelt fast nicht mehr sehen konnten. Jo, das also war der Anfang von unserer ganzen Geschichte. Und es war der November des Jahres 1998. Und wie ist das jetzt so, wenn man da unten ist mit der Kälte? Das haben uns schon immer viele Leute gefragt. Also, ich muss sagen, in der Antarktis war es so, die Kälte, die wir meistens so zwischen minus 20 und minus 40 Grad hatten, die war eigentlich recht angenehm, solange es sehr windstill war. Wenn der Wind wehte, war es anders, aber bei minus 20 Grad hat man es ganz gut aushalten können. Und ich habe da auch noch mal ein paar Fotos für euch rausgekramt und da kann man das ganz gut sehen. Hier ist noch einmal unser Zelt, links in dem haben wir geschlafen und unsere MDR-Fahne zur Erprobung. Und das ist das ganze Lager. Es wurden immer aus der Windrichtung kommend so ein paar Eisblöcke hingelegt, Schneeblöcke, damit das Zelt ein bisschen windgeschützt steht. Und ja, man kann auch Spaß haben bei den Temperaturen. Und wie ist das nun? Bei minus 20 Grad haben wir teilweise, so wie mein Freund und Partner damals, der Steffen Müller, es hier zeigt, kann man ganz relaxed sitzen, weil die Sonne war sehr intensiv. Wir hatten ja 24 Stunden Tageslicht und wenn die Sonne dann mal so gebrutzelt hat mit den Reflexionen vom Schnee und vom Eis, war das sehr angenehm. Aber bitte, wenn Wind aufkam, dann war das Ganze ehrlich gesagt völlig anders. Und wir haben damals einen Mann kennengelernt, wo ich weiß, dass er uns jetzt zuschaut aus den USA, John Morgan aus West Point in Atlanta. Und er war Doktor und er war da und er hat leider sich bei minus 40 Grad, die wir dann ein paar Tage lang hatten, 9 von 10 Fingern erfroren.
Und ja, für den guten Mann war das natürlich extrem schmerzhaft, weil, und hier sieht man es, er hatte dann beide Arme verbunden, beide Hände verbunden, er konnte nichts mehr machen, aber er hat sich in der ganzen Zeit nie sein sonniges Gemüt nehmen lassen. Er hat immer Zuversicht ausgestrahlt und er hat gesagt, das mit den Fingern kriegen wir hin und wenn wir dann zurück auf dem Festland sind, muss ich in ein Krankenhaus, aber da wird es behandelt werden können. Und so ist es dann auch gekommen. Er hat tatsächlich wieder Gefühl in all seinen Fingern bekommen. Ja, das zu der Geschichte. Und wie ist es dann weitergegangen? Am 21. November 1998 konnten wir dann den letzten Schritt machen zum Südpol. Die lange Warterei hatte für uns ein Ende. Die Kufen der Twin Otter waren festgefroren. Mit der Twin Otter sind wir dann weiter. Aber ein paar gezielte Schläge halfen. Die Meteorologen haben uns gutes Wetter gemeldet, also startfrei zu unserer letzten Etappe der Südpol. Er sollte für uns eine Wirklichkeit werden und das hat uns natürlich eine große Vorfreude gebracht. Aber so ganz ohne Zwischenstopp ging es allerdings nicht. Mitten im Nichts bei einer Stelle, die wir in den Karten als Seal Mountains ausgewiesen wird, lagen ein paar Fässer voller Benzin rum und die brauchten wir dringend. In Windeseile errichteten Bob und sein Co-Pilot eine mobile Tankstelle bei immerhin minus 30 Grad Celsius. Will heißen, Schlauch mit dem einen Ende ins Fass, das andere an der Pumpe befestigen, den Luftfilter kurz reinigen und dann noch Pumpe mit Tank verbinden. Drei Fässer à 200 Liter. Fertig war die Tankaktion. Ja, und dann noch einmal 2 Stunden mit der Twin Otter durch die arktischen Lüfte schweben. Schließlich waren wir am Ziel unserer Expedition vom Nord- zum Südpol, hieß er damals der Film, 96 Tage nach dem Start am magnetischen Nordpol, waren wir an dem Ort, von dem aus es in alle Richtungen nur mehr gen Norden geht, also sprich der Südpol. Und wir waren erstaunt über die große Amundsen-Scott-Station der USA. Angeblich alle streng geheim, da durften wir nicht rein, aber das hat uns auch nichts ausgemacht an diesem 21. November. Wir wollten draußen sein und zu den 2 Punkten gehen, die den Südpol markieren. Und der erste mit all den Flaggen der Staaten, die in der Antarktis eine Station betreiben, ist dieser. Und dann gibt es den Punkt, der wirklich exakt den geografischen Südpol markiert. Und es war minus 40 Grad kalt und der Wind wehte mit 30 Knoten mehr als bitterkalt um unsere Ohren, als wir unsere MDR-Fahne hier aufstellten. Aber das war uns eigentlich egal an dem Tag. Für diesen Augenblick am Südpol waren wir wirklich bereit, fast alles zu geben. Und so waren wir dann am geografischen Südpol angekommen und haben unsere MDR-Fahne gehisst, wie Ronald Amundsen, der hier im Jahre 1911 der Erste war. Ja, das also die Antarktis und der Südpol im Jahre 1998. Und ich habe euch gesagt, es gibt die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen und wir haben auch schon die ersten Fragen hier. Christina will wissen, wo und wie lange unsere Sendung zu sehen ist. Da kommt noch einmal unsere wunderbare Grafik ins Spiel. Das könnt ihr also hier sehen, immer am Tag um 18 Uhr live, natürlich hier bei Riverboat Facebook-Kanal und dann danach später auf www.mdr.de Riverboat und unter www.thomasjunker.de. Dann will sie noch wissen, wie viele Sprachen ich eigentlich spreche. Nun, also bei mir reicht es gerade mal zu Deutsch, Englisch und Französisch, ein bisschen Russisch. Das ist natürlich nicht viel, aber wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, wann immer wir in ein Land fahren, dass wir zumindest eine rudimentäre Kommunikation zustande bringen. Guten Tag, auf Wiedersehen, mein Name ist, woher wir kommen, was wir machen, wir hätten gerne und bitte was zum Essen, also all solche Sachen. Wir schauen immer, dass wir so um die 50, 60 Wörter können. Kerstin fragt, wie ich immer beginne, auf die Menschen zuzugehen, die ja meist scheu und in Anführungszeichen weltfremd sind, wie ich es schaffe,
das Vertrauen zu erlangen. Nun, das ist eine ganz einfache Geschichte. So wie man es selber erleben möchte, so muss man es machen. Das heißt, wir gehen eigentlich nie auf die Menschen zuerst mit der Kamera los, mit dem ganzen Geschirr, sondern wir gehen immer mal erst hin, stellen uns vor, sagen, wer wir sind. Und das ist eigentlich das ganze A und O. Man muss den Leuten auch die Möglichkeit geben, dass sie auch mal Nein sagen. Das kommt zwar sehr selten vor, aber man muss ihnen das Gefühl geben, dass wir ein wirkliches Interesse haben und nicht nur schnell, schnell ein paar Fragen stellen wollen, ein paar Bilder machen wollen und dann wegrennen wollen. Und was sicherlich für uns sehr gut ist, was uns in all den Jahren geholfen hat, je abgeschiedener unsere Ziele waren, wir waren in einem sehr kleinen Team unterwegs, einfach auch aus dem Grund, je kleiner das Team ist, desto weniger dreht sich um uns, können wir uns wiederum auf die Leute konzentrieren, die dort vor Ort sind. Dann ist noch eine Frage, die haben wir eigentlich schon fast beantwortet, ob ich schon einmal abgewiesen worden bin. Ja, auch das gibt es natürlich. Es gab immer wieder Leute, die sagen, ich möchte nicht ins Fernsehen. Aber oft haben uns gerade diese Leute dann weitergeholfen, dass wir andere Leute kennengelernt haben. Die haben gesagt, ich möchte nicht, aber geh doch mal rüber. Da hinten, da wohnt die Person XY. Frag den, der kann das vielleicht beantworten oder dir zeigen, was du wissen möchtest. So, und jetzt schauen wir noch aktuell rein, welche Fragen da noch gekommen sind. Die Steffi fragt, welcher Ort für uns der aufregendste bis jetzt war? Das ist schwierig zu beantworten, weil ein Ort jetzt rausnehmen hieße, alle anderen Orte, die mindestens auch sehr spannend waren, denen Unrecht zu tun. Also wir waren ja im Hochland von Tibet, wir waren Nord-Südpol, wir haben Russland durchquert, wir waren in Laos, wir waren in Afrika, in der Wüste, wir sind im Tiefflug über die Wüste geflogen. Es gab zu viele schöne Orte, dass ich jetzt eigentlich da ein bisschen kneifen möchte. Dann fragt die Helga, ob es auf der Welt schon mal Verständigungsprobleme gegeben hat. Ja, die hat es gegeben. Am meisten bin ich in China gescheitert, weil dadurch, dass man im Chinesischen das gleiche Wort hoch und tief aussprechen kann, hat es eine andere Bedeutung. Wir haben versucht, dort ein paar Sätze zu lernen, ein paar Wörter zu lernen, aber wir sind meistens leider, tja, grandios gescheitert. Und dann ist hier noch der Stefan. Er möchte wissen, welche Reise war die positivste Überraschung für mich? Auch das ist sicherlich gar nicht so einfach zu beantworten. Es gab so viele schöne, positive Dinge. Wir gehen ja nie mit einem festen Wunsch raus, dass wir sagen, wir wollen jetzt unbedingt, dass das, das und das kommt. Und das wollen wir dann drehen. Wir machen das eigentlich eher so, dass wir uns überraschen lassen von dem, was da kommt. Wir haben natürlich Vorgaben, die wir uns selber erarbeitet haben. Wir haben Punkte, die wir anfangen wollen. Aber solange man die Herzen öffnet, solange man die Augen öffnet, die Ohren öffnet, kann man so viele Dinge entdecken und die überraschen einen dann doch immer wieder sehr, sehr positiv. Also. Weitere Fragen bitte gerne auch nach der Sendung an fragen@thomasjunker.de und die werden wir dann alle morgen beantworten. Und ja, das also zu dem, was ich noch sagen möchte. Es gibt viele Originalfilme von mir in der MDR Mediathek zu finden. ARD, MDR Mediathek, einfach da mal reinzappen, da findet man, glaube ich, mittlerweile drei, vier Filme von mir. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder, aber ein schönes Stück haben wir am Ende für euch noch Sie und sind mit der das Grund, ist das warum hier. wir unbedingt auf diese Insel wollten. Seelöwen. Jenny lebt seit 11 Jahren auf Sea Lion Island, betreibt die einzige Lodge und zeigt Naturliebhabern solche Schätze. Seeelefanten gehören dazu. Bis zu 6 Meter und einem Gewicht von 2,5 Tonnen sind die Maße der Männchen. Die Weibchen erreichen knapp 3 Meter und wiegen nicht mehr als 800 Kilogramm. Ich liebe die Seeelefanten. Die schönste Zeit im Jahr für mich ist der Oktober, wenn sie Nachwuchs bekommen und alle am Strand liegen. Sie sind meine Freunde. Auch nach all den Jahren noch? Ja, sagt sie, auch noch nach all den Jahren. Was für ein Paradies. Und Jenny weiß noch eine weitere faszinierende Stelle, die mit den Rockhoppers.
gerade einmal 60 cm groß und dennoch die heimlichen Stars auf Sea Lion Islands. Rockhopper, Pinguine, cool sehen sie aus. Aber die Gentoo-Pinguine bei ihrer täglichen Wanderung zu beobachten, ist eine mindestens genauso große Freude hier auf dieser stolzen Insel Europas am Ende der Welt. Tja, ganz ohne Tiere wollte ich mich dann doch nicht verabschieden. Das war aus meinem 2014er Film Europas stolze Inseln am Rande der Welt. Pinguine von der Insel Sea Lion, die gehört zu den Falkland Islands dazu. Das, wie gesagt, das für heute. Wir sehen uns morgen wieder, hoffe ich doch. Eins bleibt mir noch am Ende. Bleibt ihr, bleiben Sie gesund und immer daran denken, nur zusammen, nur miteinander sind wir stark.